Die Horstgespeisten grüßen euch zu einer weiteren Folge von Let's Play Diablo 3, liebe Freunde. Wir sind wieder zurück bei einer neuen Session dieses Abenteuers. Endlich mal, sage ich mal, weil wir haben ja schon wieder lange nichts von uns hören lassen, aber nichtsdestotrotz, Tyrael ist auch dabei. Du kriegst die Tür nicht zu. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall entschuldigen, dass wir kurzzeitig ausgefallen sind mit unseren Aufnahmen. Ja. Das tut uns natürlich herzlich leid, aber wir hatten einfach keine Zeit, ne? Warte mal, ich habe hier schon wieder Frame-Einbußen übrigens. Oh, das ist nicht gut. Und hier kommen auch geflügelte Moloch und so. Alter, was ist denn hier los? Wo bist du denn da hinten? Was machst du denn da? Das tut richtig weh. Diese Soldaten der Gefallenen machen mir mächtig Probleme. Und diese geflügelten Moloche da oben drauf noch und so, ey. Eigentlich so, ich muss ja mal ein bisschen umzunocken, aber irgendwie Überzeugungsarbeit leisten. Nee, das ist die ganze Zeit hier, die Bogenschützen ballern da irgendwie ganz auf mich von hinten. Das ist das Problem. Und da sind irgendwelche Hampelmänner. Alter, diese die Schamanenscheißer schon wieder hier. Drei Schamanenscheißerne. Dann kommt mal alle ran hier. Jetzt gibt's Party für alle. Boah. So, da vorne geht's weiter. Oder bist du fertig? So, Framerate scheint stabil zu sein. Ich dachte schon, das ist hier das Problem wie bei Minecraft. Da habe ich nämlich momentan Frame-Probleme. Bin überlastet. Ich klicke hier mal schön in der Gegend rum. Das Problem ist natürlich wieder, wir haben volles Gepäck. Wir müssen eigentlich auch mal verkaufen, was wir eigentlich noch machen wollten, glaube ich sogar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wir haben es natürlich wieder verbasselt. Das stimmt. Was wir auch mal machen können, ich lüfte mal ganz kurz mein Ohr hier, damit ich dich besser höre während der Kämpfe. Das finde ich gut. Weil sonst hören wir uns überhaupt nicht gegenseitig. Das ist ein bisschen merkwürdig die ganze Zeit, weil wir quatschen immer. Der Gronkh hat hier auch so Aquarium-Kopfhörer. Ja, die legt man sich um den Kopf, so dass man auch nichts mehr sieht. Man hört, nee, es hört sich einfach an wie ein Aquarium. Irgendwie, wenn man unter Wasser ist. Ja? Kennt ihr das ja, wenn die so richtig abdrücken? Finde ich schon, du nicht? Ja gut, das stimmt, aber dafür hast du auch einen super Sound natürlich, aber direkt auf den Ohren. Hier, lass mal mit Hauptmann Hell quatschen. Hey, Hail! Hail to the King, Baby! Du alte Pellwurst! Warum seid ihr so weit vom Rest der Truppe entfernt? Alle meine Jungs sind tot. Und ich habe vor, diese Bastarde leiden zu lassen für das, was sie getan haben. Helft ihr mir? Nö, heute nicht! Andere! Haben zu tun! Heute habe ich keine Lust! Vielleicht so! Oh, ich komm mal hier ein bisschen rüber. Ach ja, hier ist wieder Pachti. Hier gibt's mal einen schönen Meteoritenschauer, den Blizzard sozusagen. Ja, sieht immer wunderbar aus bei der Blizzard. Ich stottere vor Aufregung. Alter, da kommen neue Kumpanen hier rein. Ach, oh, was ist denn hier los? Hallo, Freunde! Na? Die wollen ja unser Milchbuffet hier, wollen sie. Ich scheiß dir ins Essen, mein Freund! So, hier geht's richtig schön ab. Hier der Dämonenräuber kriegt richtig auf die Schnauze. Was gibt's denn hier noch so? Oh, ein lodernder Ghoul, die brennen hier einen ab. Da muss ich mit Eis angreifen, muss sie ein bisschen abkühlen. Was? Du sprichst ja so leise. Ich spreche so leise? Du sprichst leise, hier ist gerade Kampfgetümmel und du sprichst leise. Du hast einfach die Kopfhörer wieder zu laut. Dämonen werden also nicht gerne angegriffen, was? Nö. Meine Wunden werden schnell verheilen. Aber für den Augenblick bin ich ausgeschaltet. Lasst mich hier zurück, Kumpel. Geht runter in dieses verdammte Loch und stellt das Töten erst ein, wenn ihr den Boden erreicht habt. Ruht euch ein wenig aus, Hauptmann. Verschwendet eure Zeit nicht an mich. Ich bin schon bald wieder auf den Beinen. Ja, wenn er das so sagt, Erfolg, Ruhmesglanz. Lass mal ganz kurz gucken, was heißt das? Schließt hier das Ereignis Warten auf Verstärkung ab. Na, das haben wir ja gern gemacht. Das ging ja auch Flottilotti hier. Eine kleine Frage am Rande. Ja? Wie wäre es denn, wenn wir beispielsweise mal kurz ein Stadtportal öffnen und dann unsere Sachen verscheppern, weil wir haben echt verdammt viel Krempel dabei. Na gut, dann machen wir mal ein Stadtportal und schauen. Warte. Erstmal hier die Papageien ein bisschen wegzwitschern. So, trill es aus. Komm, wir machen ein Stadtportal. Polly, wir Kekse. Polly kriegt ein paar aufs Maul. Ach, guck mal da. Stadtportal. Oh. Mensch, ich hab hier noch Besuch bekommen gerade. Auf den letzten Drücker. Apropos auf den letzten Drücker. So, ich verdrück mich mal jetzt auch in die Stadt. Hast du es gehört? Tyrael können wir zurücklassen, der alte Penner. Der macht ja eh nichts, der steht nur rum. So, was machst du eigentlich mit deinem Krempel? Verkaufst du den? Ja, ich verkaufe den einfach gnadenlos. Ich habe auch echt keine Lust mehr auf diesen ganzen Kram. Das ist ja so viel.
Das stimmt. Ich finde hier immer den... Ach, obwohl, meine, diese neuen Stiefel, obwohl, nee, die sind gar nicht... Das meiste ist auch nicht mehr so geil irgendwie. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt keine Sachen wegwerfen, die eigentlich geil sind. Und wie die wir dann eigentlich doch viel besser gebrauchen könnten und nur einfach irgendwie, weil man nicht guckt, dann verscheppern und so. Muss das stimmt, aber ich will mir jetzt auch gar nicht so mega die Zeit nehmen, ehrlich gesagt. Schilde brauche ich eh nicht. Ja, man hat immer ein bisschen Angst, dass es so langweilt, die Leute dann, wenn man sich hier so... Es dauert mir auch ehrlich gesagt zu lange im Let's Play. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich zu ungeduldig bin, hier durchzukommen, sondern weil man so oft auch immer zum Händler muss. Man muss ja eigentlich wirklich alle Items vergleichen und so weiter und da, naja. So, ich bleib mal bei der Stärke hier zum Beispiel. Regeneriert 2 Leben. Gut, ich glaube, das kann ich ja gerade noch verschmerzen. Dafür habe ich mehr Vitalität. Nee, dafür habe ich mehr Stärke. Hätte aber mehr Vitalität. Ändert sich nicht viel. Plus 50 Leben, aber minus 4,2 Schaden. Ich glaube, die 50 Leben machen den Kohl auch nicht fett, wenn wir ehrlich sind. Das Ding hier, 14 Stärke, 3 Vitalität, das kann ich natürlich gleich mal knicken. Plus 10% mehr Gold von Gegnern. Wäre schön. Ja, Pille. Hände. Hat aber eine 60er Rüstung. Brauchst du sowas hier mit plus 8 Geschicklichkeit, plus 29 Intelligenz, 60 für die Hände? Für die Hände, für die Pfoten. Moment, ja, ich schau ja, mal ja. eben. Ja. Nee, wohl eher nicht, wie ich das gerade sehe. Nee. Nee, nee, komm. Okay, schade. Was haben wir denn hier? Das lohnt sich nicht. Seltene Stiefel, Sexualität, magischen Gegenstand würde ich gerne finden. Ich habe seltene Stiefel, die plus 20 Intelligenz haben. Aber vielen Dank für dieses nette, freundliche Angebot, Herr Gregor. Ach, sehr gerne doch, sehr gerne. Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen handeln zu können. Guck mal hier, Brustschutz, 80 Rüstung, 25 Intelligenz, doppelsockelbar. Hey, psst, psst, guck mal. Oh, das haut mich aus dem Sockel. Zweimal sockelbar, denk dran, ne? Ich habe aber einen legendären Brustschutz. Ja, mit 65, wie ich gerade sehe, den Rest kann ich von hier gar nicht lesen, weil der so klein ist da drüben auf dem Monitor. Aber zwei leere Sockelplätze, ne? Ja, gib mal rüber das Ding, komm. Liegt hier beim Händler, ich stehe hier links beim Händler irgendwo. Okay, dann komme ich mal rüber gedackelt. Super. Ich müsste auch mal an meine Kiste, an die Truhe zuerst und ganz kurz mal diese ganzen Edelsteine da reinprappen. Beinschutz, 25 Intelligenz, brauchst du sowas? Beinschutz? Ja. Eine neue Leggings? Ja, ja, könnte ich auch. Oh ja, mal. Guck mal, die ist viel besser. Da findest du auch mehr magische Gegenstände, weil du hast ja noch nicht genug Legendäre. Okay, nimm mal mit. Dankeschön. So, da ist ja eine, zum Glück habe ich dich dazu überredet, zu verkaufen, ey. Oh, ich habe hier aber auch noch einen ganz tollen Ring für den Barbar. Nee, ist scheiße. Da habe ich heute richtig Glück gehabt. Okay, ich glaube, da habe ich bessere Stiefel. Zack. Und das Ding brauche ich eh nicht. Den Gürtel, 45, 15 Geschicklichkeit, ja, pipapo, Pille. Aber wir können ja froh sein, dass wir unsere Inventarslots hier in der Kiste erhöht haben, ne? Ja, das stimmt. So, jetzt komme ich mal zu dir rüber, nicht, dass da genau, der Gegenstand verschwindet. Genau, nimm mal mit, ich gehe mal ganz kurz zur Kiste, da krempel ich mal ganz kurz den Rest rein. Das ist eine schöne Hose. So, hast du eine schöne Hose gefunden? Du hast mir eine schöne Hose verbracht. Ja, naja, sollst ja auch nicht immer nackig rumlaufen. Da drehen die doch kann man auch sockeln, das Zeug. Ach so. Diesen Brustschutz, diesen magischen. Der ist gut. Ja, ja, ja. Nur das Beste für dich, mein Freund. Je nachdem, wie man den sockelt, ist der richtig gut. Nur das Beste für dich. Ach, das ist aber... Ach, sind wir heute nett, ne? Was denn das? Heute war ja auch so ein ganz komischer Tag, wo viel schief gelaufen ist, muss man sagen. Ich hoffe, heute läuft hier im Let's Play nicht so viel schief. Wenn was schief läuft, war es natürlich der Tag schuld. Ja, oder der Gronkh. Eins von beidem. Einer von beiden natürlich. So, ich bin ja auch hauptberuflich der Tag. Der beste Pro-Gamer der Welt. Das auch, natürlich. Der zweitbeste, weil ich bin ja der Beste, tut mir leid. Ja, das tragen wir irgendwann nochmal aus. Bei Aber Tekken. Nicht bei Diablo. Komm, so. Bei Taekwondo, jetzt hier rein. So, ich bin ja. wieder leer. Ja, lass rüberflitzen, komm. Gar nicht lange quatschen. Die Leute wollen Action sehen, die Leute vor dem TV-Kissen. Na dann, auf zum Rackesübergang, wo die kleinen Racker schon auf uns warten. Nee, da müssen wir hier so in diesen kleinen Schacht... Ach, guck mal, warte, wir kriegen auch hier gleich wieder lodernde Ghule. Ich loder vor mich hin, ich bin ein kleiner Ghul. Ich gewinne an Kraft. Und ich gewinne an Kraft. Stufe 29. Hä? Das sind diese Zauberer des Blutclans, die sind auch äußerst unsympathisch einfach. Wo bist du denn gerade eigentlich? Hier, hinter dir, da vorne. Siehst du auf meinen Strahl? Ach, da unten. Siehst du meinen Strahl? Warte mal, Günther Strack kommt die Treppe hoch. Da muss ich mal ganz kurz... Ja, die meinte ich eben, die meinte ich eben. Ja, die sind aber relativ schnell. Nee, die meinte ich gar nicht, da gibt's so ähnliche. Das waren doch die Rippchenverschnitte.
Mensch, genau, da bin ich schon wieder komplett raus hier, ey. Hast du einen Tag nicht gezockt? Beziehungsweise, obwohl wir wieder... Ja, das sind ja mal Wochen, die dazwischen liegen, muss man Woche ja mal sagen. Nicht gezockt. Zwei, über zwei. Zwei Wochen ist das schon her, Mensch. Die ja, Zeit ja. vergeht so schnell, die Zeit vergeht wie im Flug. Oh, hier kommen gleich Special-Vögel, glaube ich. Und umso älter man wird. Nein, ach, das bist du. Ich wollte dich gerade abschlachten. Oh, Special-Schamane. Bleib stehen, oh nein, du Verfemter. Von da hinten kommen auch noch welche. Scheiße, ich muss die Deckung halten. Oh, fuck. Alter, was ist das? Ich eile bald zu dir. Oh, oh. Dieser Schamane ist böse und tut mir weh. Wo kommt der gerade hinter dir her? Und hilfst mir. Ja, natürlich. Hier unten sind noch voll viele Gegner. Du rennst einfach nach da oben, du Hampel. Ja, ich bin ja schon inmitten von anderen Gegnern. Ich habe die Schamanen verfolgt. Ja, und dadurch andere 50.000 gepult. So, der Schami. Der eine Schami ist weg. Ich bin tot. Und der nächste folgt ihm gleich. Ich folge ihm auch gleich. Nein. So, Scheiße. Freunde. Heiltrank. Boah, Alter, ich komme immer mehr. Wo immer bist mehr du dieser unten? Bestien. Ach, du bist hier oben neben mir. Ja, ich lag hier gerade. Super, ey, der ist ja super gesetzt, der Meteoritenschauer da, der Blizzard. Ist ja ein Witz. Ist doch ein Scherz. Ach, hier. Der hat einen. Ja, die haben auch und einen Schaman mal. Dabei, deswegen und stehen die mal. Immer wieder auf. Und nochmal. Der muss sich das hier, ganze Penner. Gebiet Warte hier mal. Unter Feuer. So, jetzt ist gleich Ruhe. Bäm. Oh, ein Jagdköcher, ein gelblicher und Heiltränke. Schön. Das war eine starke Schlacht, mein Freund. Boah, da kriegt man auch langsam... Ach, da oben sind schon wieder irgendwelche Viecher. Da Boah. Kriegt man auch langsam so ein bisschen so einen Zauberdaumen, ne? Huah! Hier sind sie alle. Und jetzt gibt's hier wieder Blizzard vom Feinsten. Weil ihr noch nicht genug habt, offensichtlich. So, ihr fucking Viecher. Diese Mistbrut. Schnauze! Diese gottverdammte Mistbrut. Da werde ich sauer! Huch. Ach nee, bitte nicht noch drei Schamanen. Und jetzt hier. Bam. Und nochmal. So, die müssen wir ganz schnell wegmachen. Na los, bleib stehen, du Penner. Oh fuck, die ziehen einen ran. Ja, die müssen wir ganz schnell wegmachen. Die wirken so anziehen. Zum Glück ist der Tyrael dabei. Der haut tierisch rein, der Junge. Ach, guck mal hier, schon wieder so ein Fettschwabbel. Ach, und ich habe mir wieder Sachen mitgenommen, die ich nicht gebrauchen kann. Guten Tag, Alter. Ich bin ihr neuer Diätplan. Fuck. So easy going. Sag mal, dieser komische Blizzard, den kann man auch nicht ordentlich platzieren, habe ich das Gefühl, ey. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Der startet auch einfach mal 5 Meter neben dir. Ich weiß gar nicht, wie das geht. So, ich bin immer noch arrogant. Nee, das ist ja auch ein Zauber von mir. Ist kein Wunder, dass du nicht weißt, wie das geht. Ich bin ja nicht so der Zauber-Hansi. Ich meine nicht den Entwickler. Den Witz hatten wir ja schon öfter. Nee, komm, den können wir auch nicht mehr bringen. So, hier. Oh, hallo Günther Strack. Den kann man immer bringen. Nee. Oder Rainer Kallmund, je nachdem. Oh. Rainer Kallmund? Ja, bei flüge.de habe ich was Schönes gebucht. Ich glaube, ich muss mehr mit Spiegelbild arbeiten, denn damit kann ich die Feinde irritieren. Ja. Die greifen dann mein Spiegelbild an. Das stimmt allerdings. Der macht allerdings auch keinen Schaden, sondern der irritiert wirklich nur. Ja. Leider. So, wollen wir mal mit Frische voran? Das weiß ich übrigens aus den Kommentaren. Ich habe es nicht selber rausgefunden. Oh. Wir sollen jemandem helfen. Wer hat denn da gerade gesagt, helft mir? Aber im Kampf ist man auch immer so in Euphorie. Warte mal, bei mir quatscht da jemand die ganze Zeit. Ja, das ist die Burgwache. Lass sie quatschen. Atmen! Ist es mein Blut? Ich kann nicht atmen. Für den die Hölle zahlen wird. Ach, die Hölle wird zahlen. Na, wenn die zahlen wird, dann ist ja alles okay. Dann nehme ich noch einen Schnaps. Und wir fliegen im Sauseschritt. Und bringen die Hiebe mit. Von unserem Himmelsritt. Boah, das ist echt ein geiles Lied. Was denn? Ja, Sauseschritt. Ach, der Sauseschritt, ja. Wir haben da übrigens, glaube ich, eine Höhle übersehen oder sowas, ne? What, the Höhle? Da ging so eine Tür runter. Und die haben wir einfach mal ganz konsequent ignoriert. Ja, habe ich übersehen. Aber ich bin auch hier, um zu töten. Also lass uns zurückgehen. Also da geht's noch hoch, aber wir können natürlich auch durch die Höhle.
Warte, warte, ist noch ein Meter. Ein Meter, zwei Meter, da zählt man noch nicht mehr. Hier, da ja. unten. Da ist das gute Stück und dann wollen wir da doch mal reinkommen. Na gut, gehen wir mal in den ins Brückenlager. Genau. Das ist noch ein toter Gardist. The Gardist Angel. Oh! Fausto, du alter Seelenschinder, du bist es! Freue mich, dass du es geschafft hast heute. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Das tut auch weh. So! Zu Ende geschunden hat sich's hier. Oh, ich habe Ruchkugeln gefunden. Nee, Rauchkugeln. Ruchkugeln? Ja. Riechkugeln wahrscheinlich. So ich da, weil ich so ruchlos gemordet habe, dachte ich. Ich bin so sauer. Könnt ihr alles kaputt schlagen. Was ist das zur Hölle? Wut nennt man es. Wut. Silberne Brut. Seltene Quelle. So, das war's hier aber auch schon, ne? Oh, das ist nice. Das ist sogar sehr nice. Das ist nice. Das nehme ich mal mit. Das gute Stück. Ach, mit Tyrael kann man gar nicht sprechen. Na gut. So, hast du? Ja. Okay. Hat sich gelohnt, diese Ecke noch mitzunehmen hier. Gut. So, dann wieder ist zurück. Ja, alles klar. Wieder zurück beim Ruckus-Übergang. Beim Ruckus? Ruckus. Bei diesen alten Ruckis. Die Ruckis. Irakis. Der Iraki-Übergang. Ja, das kommt mir auch so vor hier. Hast du schon Atomwaffen gefunden irgendwo? Nee, ne? Stimmt. Allerdings, ach, mal, da haben sie ja gefaked. Ach, das war ja alles nur, Fake, da gab's ja gar keine Atomwaffen und so. Das war ja alles nur hier Schindluder, was große die Amerikaner Fresse haben. Betrieben haben. Muss man leider so sehen. Und die armen Irakis haben natürlich vorher es auch nicht gut gehabt unter Saddam, aber jetzt ist es halt auch nicht viel besser. So wirklich viel gebracht hat dieser Krieg meiner Meinung nach leider nicht. Ach, überhaupt nichts hat er und gebracht. Und in Wirklichkeit war ja auch die, warte mal, hier ist das noch ein Öl Portal. Hier, das Öl, darum geht's. Richtig. Ich wollte mal kurz das Portal aktivieren. Aber es ging auch wirklich nur um Öl und nicht irgendwie um Demokratie, die da gebracht werden sollte, ja, weil das ist ja halt der größte Hohn. Es ist halt sehr schwer, leider auch dies umzusetzen, auch wenn das im Moment ein Ziel ist. Aber eine Demokratie wahrscheinlich mit den Ländern ausgesucht der Amerikaner. Aber das Ziel haben sie ja aufgegeben, wenn ich das mitbekommen habe, oder? Boah, da frage ich mich was. Wenn sie es aufgegeben haben, dann frage ich mich, warum sind sie dann überhaupt noch da? Frag das mal Georgie Boy, der weiß das. Nee, der weiß nicht mehr, der ist ja nicht mehr dafür verantwortlich. Aber der hat den Scheiß doch angefangen. Ja, hat er angezettelt, aber kann warte sich mal, als Fein rausnehmen, der Georgie Boy. Oh, hier geht's an den Rand des Abgrunds, warte mal kurz, bevor du da durchgehst. Nicht, dass da George Bush wartet auf uns am Rand des Abgrunds. Ein bisschen angesäuert. Ja, vielleicht Howdy, meine Freunde, ich bin ein bisschen böse. Vielleicht verklagt er uns, da gibt's doch diesen geilen Film, Scheiße. Wo die da mit George Bush antreffen und der ist so ein Kiffer und so. Der ach ja, lustig. Welcher war das nochmal? Ich hab den Namen gerade nicht auf Lager, aber genial. Ich mit Guantanamo und so, ne? Ja genau, mit Guantanamo. Voll lustig, Guantanamo, haha. Warte, hier geht's auch noch hoch? Nee, aber mit wahren, witzigen, ja ich sag mal so interessanten Hints. Ja, ja, das stimmt. So wirklich zu realen, ist klar alles überzogen, natürlich, aber in diesem Film, wo ich leider den Titel nicht mehr kenne, aber das wissen bestimmt einige, haben es jetzt schon in den Kommentaren verdammt geschrieben. Ich will immer Kuga und Puma sagen, aber wie heißt denn die Harold in Kuma. Oh, Boss, das Dämonentor. Besiegt die Belagerungsbrecherbeste. Naja, das wollen wir dann mal machen. Aber natürlich erst in der nächsten Folge von Diablo 3, wo es wieder mächtig aufs Maul gibt. Und zwar für uns.